Herzlich willkommen, liebe Zuschauer im Gesundheitsfernsehen. Wir sprechen heute mal über die wichtigsten Säulen der Entgiftung. Laufen diese parallel oder hintereinander? Wie schaffe ich es wirklich, meinen Körper in diesem Prozess zu unterstützen, um natürlich auch wieder fit und leistungsfähig zu werden oder dem ein oder anderen Organ auch ja, stärkend unter die Arme zu greifen? Freuen Sie sich auf ein wundervolles Interview mit unserer Fachärztin Alexandra Kotthaus. Bis gleich. Hallo liebe Alexandra, schön, dass du wieder bei uns bist. Danke. Wir haben das Thema Entgiftung. Mhm. Es gibt ja da ganz viel wieder auf dem Markt und Kuren und hintereinander geschalten. Was bedeutet für dich überhaupt Entgiftung? Weil ich glaube, das ist so ein Riesenwort. Was ist Entgiftung? Ich habe ja Müll im Darm, im Gewebe, im Zahn, im Hirn, also... Ja, wenn ich das Wort Entgiftung benutze, dann meine ich in der Regel schon, das rauszuholen, was nicht natürlicherweise als Stoffwechselendprodukt anfällt. Also man kann ja sagen, Entgiftung ist was, was immer läuft und abläuft im Körper. Und es läuft auch über die Atmung, über das Ausatmen kommt das raus, über, wenn es CO2 ist, was sozusagen Stoffwechselendprodukt ist, über Urin und Fäkalienausscheidung. Ne? Also wir sind irgendwie so eine Art selbsterhaltendes System, was auf Treibstoff angewiesen ist im weitesten Sinne und nach dem Verbrennen eben die Reste ausscheidet. Das ist erstmal so der normale Prozess. Und wenn wir aber heute sagen, von Entgiftung sprechen, meinen wir in der Regel schon, Sachen rauszuholen, die darüber hinausgehen. Also Gifte und Toxine, was streng genommen nicht ganz gleich ist, was meistens ein bisschen wischiwaschi benutzt wird. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, tue ich auch meistens. Und das können sein Schwermetalle und Leichtmetalle und Toxine. Die Toxine sind eigentlich Sachen, die durch Mikroorganismen hergestellt sind und uns gefährlich werden können. Und Lösungsmittel, Substanzen, die Östrogenwirkung haben, die uns große Probleme machen, aber eigentlich offiziell so Pestizide heißen zum Beispiel. Mhm. Und diese Sachen, die wirklich so ganz von Natur aus nicht in unseren Körper gehören, die wieder herauszuholen. Zum einen haben wir davon viel mehr als jemals zuvor in unserer Umwelt. Und es gibt Schätzungen, die sagen, wir kommen als Mensch mit 40.000 bis 80.000 verschiedener Gifte in Kontakt in unserem Leben. Und dann gibt es welche, die messen dem Ganzen nicht so viel Bedeutung zu, weil man es ja in jedem Menschen findet. Dann, wenn jeder, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Kristallisiert sich aber durchaus heraus, dass das schon eine Rolle spielt, wie viel jemand hat, aber auch wo es setzt. Ich habe ab und zu mal Patienten, die haben insgesamt gar nicht so viel Giftlast, aber die sitzt schon mal an Schlüsselstellen der Entgiftung. Also ich kann auch durch Gifte geschädigte Entgiftungsenzyme haben zum Beispiel. Und es gibt Menschen, die von Natur aus genetisch einfach ein bisschen langsamer entgiften. Und es gibt Menschen, die eigentlich gut entgiften, aber viel Gifte in sich haben. Mhm. Und es scheint auch so zu sein, dass bestimmte Giftmischungen oder Toxinmischungen bestimmte Krankheiten begünstigen. Und dann kommt noch so was wie so die individuelle Konstitution mit dazu. Also es gibt da verschiedene Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Aber wenn ich von Entgiftung rede, meine ich eigentlich diese unnatürlichen Sachen rausholen. Wie kann ich denn rausfinden, ob mein Fass halb voll, voll oder fast leer ist? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, man kann natürlich Tests machen. Und diese Tests werden in der Regel auch immer was angeben. Aber ich kann entweder messen, was rauskommt, oder ich mache es aus dem Blut. Und, aber ich kann ja nicht, aber ich habe, man muss sich ein bisschen von der Illusion freimachen, ich könnte wirklich testen, was in mir ist. Ich habe mal eine interessante Konstellation gehabt, da haben sich Mutter und Tochter untersuchen lassen. Die Mutter war klinisch, also von ne, Symptomatik und Erscheinung her die gesündere. Die hatte sehr viele Toxine im Urin, aber nichts im Blut, parallel bestimmt oder fast nichts.
Entschuldigen Sie ganz kurz diese Unterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, denn das hilft uns, dass diese Sendung sich auch weiter über YouTube verbreiten kann. Vielen Dank, viel Spaß, bis später. Auf Wiedersehen miteinander. Hatte man die Tochter mit oder ohne Probe? Hatte kaum was im Urin, aber viel im Blut. Mhm. Und die war eben die symptomatischere. Und das ist aber eben nicht das, was eventuell irgendwo im Gewebe noch festsetzt und was erst im Laufe der Zeit oder im Laufe einer Entgiftung mobilisiert und rausgeholt wird. Das heißt, ich kann, also natürlich Anamnese, ne? Klar, jemand, der, also es gibt ja so Schätzungen, dass man sagt, hey, würden wir normal, also artgerecht essen, leben, keine Gifte, dass etwa 80% der Krankheiten wegfallen würden. Und die anderen 80%, das sind wahrscheinlich dann die, die man entweder über seelische Konflikte und wenn man die löst dahinter, beziehungsweise auch mal mit Pflanzenmedizin alleine in den Griff kriegen kann. Mhm. Oder so, wie das vielleicht früher mal also die anderen 20, war. Also 80. Die 20, genau. Ja. Mhm. Was jetzt nicht ausschließt, dass man auch von den anderen 80% mit diesen Methoden nicht auch weiterkommt. Das ist eben, es ist eben nicht schwarz-weiß. Wir sind keine Maschinen und wir sind keine Autos. Und es ist ja wahrscheinlich auch so ein Prozess, wenn ich dann natürlich entgifte und Nährstoffe zuführe, komme ich vielleicht natürlich auch in eine andere Kraft und kann Dinge in meinem Leben ändern, die jetzt ja. auf die Psyche Einfluss haben, ja. obwohl ich gar nicht aktiv daran gearbeitet ja. habe. Sondern weil ich einfach sage, okay, und ja. jetzt bin ich ready. Ganz jetzt klar. Jetzt kann ich den Job beenden, ja. jetzt kann ich den Umzug in Angriff nehmen. Mhm. Ja. Also es gibt so im Laufe der Therapie so einen Punkt, wo man, wenn man so nicht weiterkommt, sag mal, manchmal kann man jetzt physisch, wenn man rein physisch arbeitet, bis zu einem bestimmten Punkt kommt man dann. Und dann gibt's, dann ist eben wichtig zu gucken, wo ist das Störfeld. Ne? Manchmal können es sehr, sehr versteckte Störfelder sein. Das können die Zähne sein, also, obwohl das ist eigentlich so versteckt nicht, weil da gucken wir eigentlich von Anfang an mhm. mit drauf, also Minimum mit erfragen, wenn nicht sogar eine Übersichtsaufnahme machen oder auf die Kopfgelenke, was immer häufiger vorkommt, Nährstoffdefizite kommt seltener in Frage, weil das ist halt so unser tägliches Brot, darauf Acht zu geben. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich dann manchmal sage, so, wir haben jetzt sehr viel getan, ich glaube, wir müssten mal jetzt auf die andere Ebene auch gucken. Mhm. Und wie machst du das? Du meinst jetzt, wenn ich sage, auf die andere Ebene gucke, mhm. Es ist sehr unterschiedlich. Die einen Patienten sind offen dafür, die anderen sind nicht offen dafür. Oder manche sagen, ich habe auch schon viel gemacht und irgendwie hat es mich nicht weitergebracht. Und dann kommt, ja, was hat er denn gemacht? Und es gibt Techniken, die sind gut und es gibt Techniken, die sind eben nicht so gut. Eine klassische Psychotherapie hat in der Regel keinen sehr hohen Wirkungsgrad. Das nützt vor allem Menschen was, die, also klar, es kann stabilisierend wirken, es wird auch oft als nicht immer, aber häufig auch als angenehm oder schön empfunden. Das heißt aber nicht, dass es demjenige dann wirklich mehr schafft oder tatsächlich besser geht. Hm. Und es gibt eben relativ wenig Menschen, die rein über Gespräche große innere Schritte machen können. Und es gibt aber Techniken, die sich durchaus bewährt haben. Ja, und da gehört auch Hypnose für mich zu. Brainspotting ist eine Technik, die vielleicht noch nicht so bekannt ist, aber so eine im weitesten Sinne eine Art Weiterentwicklung vom EMDR. Und das sind so Sachen, die ich dafür schon sehr potent halte. Mhm. Arbeit mit dem inneren Kind ist auch sehr potent, aber kommt auch immer darauf an, wie man das macht. Da gibt es auch merkwürdige Ansätze. Und in welchem Zustand. Und manchmal klappt es eben nicht, wenn man das für sich alleine macht, sondern braucht man mhm. Hilfe. Oder wenn man das in einer Trance macht, ist es einfach effektiver. Und da gibt es schon verschiedene Sachen. Ja, eigentlich waren wir ja beim Entgiften. Ja, und ich finde, ehrlich gesagt, gehört dieser Punkt nämlich genau dazu. Ja. Weil wenn ich viel Gift ansammle oder in meinem Körper halte, könnte ich mir vorstellen, ist es einfach auch ein Pendant zu einer emotionalen Vergiftung. Ja? Wo kann ich noch vielleicht auch mit alten Themen nicht loslassen oder brauche vielleicht noch irgendeine Schwere oder Schutz. Also da gibt es ja ganz viele Zusammenhänge, auch wenn man hinter die Kulissen schaut.
Und was passiert, wenn ich die Gifte loslasse? Oder was muss auch emotional losgelassen werden, damit der Körper sich auch von den Giften befreien kann? Also ich finde schon, dass es schön miteinander zusammenhängt. Wir erleben das auch immer wieder mal, wenn wir die Ganzkörperfiebertherapie machen. Ne? Mhm. Wenn so der ganze Körper in der erhöhten Körpertemperatur wie in eine andere Schwingung gerät und die Muskeln einfach mal entspannter sind, was da, wenn jemand doch sehr angespannt durchs Leben geht, sich mal lösen kann. Und da fließen auch mal die Tränen oder der Patient kommt ins Reden und redet sich mal Sachen von der Seele. Und dann gibt es Sachen, ja, die da ganz konkret emotional blockierend sind, dass es weitergeht. Manchmal sind es Sachen, die vielleicht nicht in einem direkten Zusammenhang stehen, sondern eher in einem indirekten Zusammenhang, dass wenn man seinen Parasympathikus aktiviert, ja, eben mal aus dem Stress rauskommt. Mhm. Oder aus seinem Hamsterrad mal rauskommt, dass man dann natürlich auch physisch besser loslassen kann, weil da haben wir ja das unwillkürliche Nervensystem, was dazwischen ja auch mitvermittelt. Und wenn der Vagusnerv als größter Teil des parasympathischen Nervensystems oder als Entspannungsnerv, Regenerationsnerv aktiv ist, dann funktioniert, also wenn wir im Ruhen und in der Entspannung sind, dann funktioniert unsere Leber und unsere Nieren und unser Darm erstmal richtig und kann natürlich dann auch auf dieser Ebene loslassen. Okay, wenn wir jetzt auf der körperlichen Ebene schauen mit der Entgiftung, da ist ja die Leber immer genannt als Entgiftungsorgan und die zu unterstützen oder anzuschauen. Gibt es da eine Möglichkeit, mal wirklich auch zu schauen, wie geht's denn der Leber? Ist die überfordert? Ist die vergiftet? Muss ich da eine Biopsie machen? Oder? Also eine Leberbiopsie ist nicht ohne, vom Aufwand her und Gefährlichkeit. Das war jetzt auch ein Spaß. Nein, es ist man kann es tatsächlich schwierig im Blut messen, weil die Leberwerte erst bei einer extrem belasteten Leber hochgehen. Und es gibt ein paar Stoffwechselwerte, also auch ein hoher Cholesterinwert hat nicht zwingend so 1:1 was mit der Ernährung zu tun, sondern kann auch bei einer guten Ernährung Ausdruck einer überforderten Leber sein. Oder wenn nicht genug Q10 hergestellt wird zum Beispiel. Und es gibt Zeichen bei der körperlichen Untersuchung, ne? Für die Lebern. Hey, wir beide sind Brillenträger, wir könnten also ein Leberproblem haben. Mhm. Weil die Leber, in der chinesischen Medizin ist das Auge der Leber zugeordnet als Sinnesorgan. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben bei der körperlichen Untersuchung viele Leberflecke oder, ne, da weiß der Volksmund eigentlich schon Bescheid. Oder auch Spider-Navy, so kleine, ja, sieht aus Spider halt wie eine Spinne, so kleine erweiterte Gefäßchen, was als Leberzeichen gewertet wird. Und Besenreißer bei der Leber, das habe ich gerade gesagt, ne? Wassereinlagerung, das ist meistens ein Leberproblem. Und so, dass man einfach schon vom Untersuchen her auch Sachen feststellen kann. Aber theoretisch, was ich jetzt immer öfter mache, bei dieser Technik habe ich jetzt vor noch nicht ganz so langer Zeit gelernt, ist eben eine Hypnose-Methode, wo man eben auch mal mit der Zelle sprechen kann. Hm. Und das ist ausgesprochen interessant. Spannend ist vor allem, dass die meisten Menschen den Kontakt zur Zelle oder den Zellorganellen, den Bestandteilen der Zelle, alle sehr gleich beschreiben, auch die ohne medizinische Vorbildung. Mhm. Und dass es irgendwie total gut geht, als ob sich die Zellen regelrecht freuen, endlich mal gehört zu werden, ne? Und dass man miteinander spricht und dann. Das ist dann wie in so einer Hypnosesitzung. Es ist eine Hypnosesitzung. Patient sitzt da, Augen geschlossen, ja. Und dann wird Kontakt mit eben dem betroffenen Organ aufgenommen. Zum Beispiel. Mhm. Was löst es in dem Patienten aus, wenn dann mal das Organ zu Wort kommt? Erstmal ist es ganz gerührt. Mhm. Ja, das ist, es ist wirklich schön. Also. Wenn ich jetzt die Leber unterstützen möchte. Wir hatten das in einer anderen Sendung, wo du gesagt hast, okay, man kann die auch überfordern. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte dazu sagen, weil man denkt ja, okay, wie unterstütze ich die Leber und wie finde ich das vernünftige Maß dazu, gerade in der Entgiftung? Ja, das vernünftige Maß ist eben das Ding, ne? Dass
Also viele kleine Sachen, die viele Menschen, glaube ich, auch für gesund halten, sind eher ein bisschen Stress für die Leber. Und zwar auch jeden Tag Essig zu sich zu nehmen oder auch, wenn man sagt, vielleicht ein halbes Glas Wein mag nicht so unbedingt schaden, aber trinke ich es jeden Abend, dann setze ich einfach meine Leberkapazität herunter. Und Essig wird wie Alkohol verstoffwechselt, ist also nicht davon weit entfernt. Und viel Eiweiß ist auch viel Stress für die Leber. Das muss die alles verstoffwechseln. Und Eiweiße bestehen aus Aminosäuren und machen eigentlich sauer. Und dann muss das wieder reguliert werden oder von der Niere reguliert werden. Und dann entsteht auch noch Ammoniak dabei. Und die Glucose muss bei einer kohlenhydratarmen Ernährung eben dann selber Glucose bilden. Macht es dann zum Teil auch aus Aminosäuren, aus Eiweißbestandteilen. Und also wenn ich jetzt so eine, was im Moment halt sehr modern ist, eine Diät mache, die wenig Kohlenhydrate enthält und dann meistens meiner Meinung nach nicht so gut, viel Eiweiße, die fast immer mit viel Fetten einhergehen, dann ist es auch Stress für die Leber. Ja, das sind so kleine Dinge im Alltag, wie wir... Ja, ich habe schon mal gesagt, ne, hier in diesem Stuhl sitzen ist keine gute Haltung. Ich quetsche meine inneren Organe ein. Ja. Wenn ich auf meinem Schreibtischstuhl sitze, sitze ich gerade vorne auf der Kante. Also auf der Arbeit sitze ich nicht in so einem Sessel. Und sich auch mal zu recken und zu strecken und seine Faszien zu benutzen und eine pflanzenbasierte Ernährung zu machen, da freut sich die Leber auch und die freut sich auch über Obst. Also Fructose ist schlimm, ja, aber Obst ist nicht gleich Fructose. Und Obst ist durchaus unterstützend und auch fürs Immunsystem unterstützend. Was kann ich noch machen? Also was sind denn die Bitterstoffe? Bewegung, rausgehen, frische Luft, Grünzeug. Und Bitterstoffe bin ich nicht gegen, aber es ist auch nicht für mich der Weisheit letzter Schluss. Weil ich habe, auch wenn es jetzt nicht viele Fälle waren, gesehen, dass sogar manche Menschen Krämpfe kriegen. Mhm. Ja, wahrscheinlich Unwohlsein, einfach hier unterm rechten Rippenbogen. Das Gefühl, es krampft echt zusammen. Die Leber hat ja keine Schmerzfasern selbst in sich drin, aber trotzdem haben viele Menschen Gespür, da drückt es und da zwickt es schon mal öfter. Ne? Mhm. Deswegen ist es gar nicht so, dass ich per se jetzt von mir aus rate, essen Sie jetzt möglichst viele Bitterstoffe, sondern erstmal mit Grünzeug anzufangen und schlechte Fette wegzulassen und Eiweißmast vorsichtig zu sein. Das ist erstmal eine Freundlichkeit der Leber gegenüber. Und dann kann man ja später nochmal hinzufügen. Wobei ich hinzufügen muss, dass eins der Präparate, die ich quasi jedem aufschreibe, weil es so zu meiner Baseline gehört, ein bisschen Löwenzahnextrakt enthält. Ja, aber es ist keine Unmenge. Ja, gab es jetzt auch nochmal, ja, gute Studien. Aber du hast ja auch schon mal im Interview erzählt, dass gerade Pflanzen integriert in Supplemente einfach auch die Verfügbarkeit verbessern, weil es einfach nochmal ein Spektrum, ein ganzheitliches gibt. Wie würde für dich jetzt eine Entgiftung aussehen, wenn jetzt wirklich jemand kommt, so wie ich, der sagt, du, ja, bin jetzt 40, habe schon gehört, 10% der Lebensjahre, also 4 Jahre darf ich jetzt entgiften, bis ich an einem Punkt bin. Wie würde das aussehen? Ja, ich würde natürlich schon fragen, wie geht's denn dir? Wie viel Energie hast du? Hast du eine Tagesmüdigkeit? Wie ist dein Schlaf? Kannst du gut einschlafen? Wachst du in der Nacht auf? Fühlst du dich? Viele sagen, ja, ich schlafe gut, zu gut. Ja, zu gut gibt's nicht, ne? Das ist schon schlecht. Mhm. Bist du morgens fit? Hüpfst du aus dem Bett? Brauchst du einen Kaffee? Wie ist der Stuhlgang? Wie oft? Regelmäßig, manchmal unterschiedliche Konsistenz, Farbe. Wie ist die Menstruation? Ist sie regelmäßig? Sind Klumpen mit dabei? Ist das Blut dunkel? Wie lange hält es an? Oder ja, normal, wenn ich so eine Antwort kriege, dann frage ich eben auch, ja, wie viele Binden oder Tampons werden denn gebraucht? Mhm. Pille, was machst du daran fest? Genommen? Darf ich das kurz fragen? Mhm. Mit der Blutung? Weil es sagen ja manche, okay, Menstruation ist der Entgiftung. Also wäre eine Theorie. Und viel hilft viel sozusagen? Oder ist wenig Bluten besser? Oder was gibt's da? Was liest du da raus? Ich denke mittlerweile, soweit sich das heutzutage herausfinden lässt, dass eine normale Menstruation weder beim Kommen, also beim ersten Mal, noch beim letzten Mal Probleme macht. Mhm.
Und dass es wahrscheinlich früher auch möglich war, so zu menstruieren, dass es keine Last war. Im Sinne von, man ist nicht ständig durchgeblutet. Ich glaube sogar, dass man nachts gar nicht blutet, wenn alles normal ist. Und dass man mit leichten Vorlagen, oder ich sag mal, ne, was hat man denn früher gehabt? Vielleicht ein Blatt oder ja, vielleicht Baumwolllappen, ja. Wahrscheinlich ohne größere Probleme ausgekommen ist. Vielleicht ist es schon so, dass wir dann grundsätzlich uns ein bisschen körperlich schonen sollten, ne? Dass es irgendwie vielleicht auch so eine Art Kompromiss der Natur ist, dass man das dann hat. Oder jemand, der so eine Entgiftungsphase macht, der hat da manchmal auch weniger Energie, wobei man jetzt unterscheiden muss, manchmal ist es okay und manchmal ist es nicht okay, aber dass man sich in dem Zeitraum auch ein bisschen schonen darf, aber dass es eigentlich keine echten Probleme macht und auch nicht zu Blutungen führt, die zu einer Blutarmut oder zu einem Eisenmangel führen. Ja, weil und auch keine Klumpen haben. Ne? Quagel ist eigentlich schon, oder wenn es dunkel ist, ist Zeichen von einem Antioxidantienmangel, von einer, wahrscheinlich auch einer Überöstrogenisierung. Zinkmangel kann eine Rolle spielen, B6-Mangel kann aber eine Rolle spielen. Mhm. Ja, also diese... Ich meine, letztendlich ist es ja wirklich diese alte Säftelehre, ja, so Blut und Speichel und Urin. Und da könnte man eigentlich noch so viel draus lernen oder auch im Umgang mit sich selber und den eigenen Körper noch mal selber kennenlernen. Und wir stempeln das dann oft als normal ab. Ja, dieses, genau, es wird mittlerweile als normal. Wie ist der Stuhlgang normal? Ja, wenn ein Junges 12, 13, 14 Jahre ihre Tage zum ersten Mal kriegt oder in dem Alter ist, ja, dann hat man es halt mal schlimm. Dann kann die eben nicht beim Sportunterricht teilnehmen oder so. Das ist, aber ist es wirklich normal? Ein Wechseljahrsbeschwerden normal? Ja, hatte die Oma auch schon. Ja, auch als die Oma lebte, hatten wir schon die Industrialisierung und durchaus problematische Stoffe in der Umwelt. Ja, ich meine, das geht ja ist noch. Unfruchtbarkeit normal, also das sind auch Sachen. Da gab es mal einen Kinderwunsch, was mit Myomen. Ne? Frauen um die 40 haben jetzt immer öfter schon Myome. Man geht davon aus, bis zu 60% der Frauen zwischen 40 und 50. Wie ist es mit Infektanfälligkeit? Ich denke nicht, dass es schlimm ist, wenn man mal einen Infekt kriegt. Und es muss auch nicht schlimm sein, wenn er mal krass ausbricht. Weil dann weißt du wenigstens, dein Immunsystem funktioniert noch. Aber wenn man sich ganz schleppend nur davon erholt oder so, dann ist was eventuell nicht in Ordnung. Also man kann ruhig mal einen schlimmen Infekt mit Fieber haben. Und normalerweise sollte der Körper damit zurechtkommen. Dafür haben wir das System ja, dass es eben auch mal Keime abwehrt. Ja, wie ist die Haut? Gibt es Akne? Gibt es Vorerkrankungen? Gibt es Unfälle? Das frage ich immer ab. Gibt es Stürze? Gibt es Operationen, Knochenbrüche? Ja, okay. Ich meine, was wir auch immer wieder hören, dass wir in der Regel so eine Scheckkarte Plastik pro Woche essen. Mal so, mal so. Kann ich, da muss ich ja eigentlich immer was dagegen tun. Also gibt es bei dir wirklich so ein Entgiftungssystem, unterstützendes System, wo du sagst, okay, das ist einfach permanent bei mir auch im Alltag integriert? Ich habe eine Baseline. Wo ich dann auch erkläre, das ist meine Baseline, das ist ihr doppelter Boden beim Entgiften. Das nehmen Sie bitte lange, lange, lange. Was wäre das? Das ist eine Dreierkombination. Das ist einmal ein B-Komplex, der aktiviert ist und zum Teil auch auf natürlichen pflanzlich ist. Dann haben wir ein sehr besonderes Vitamin C mit den häufigsten drei Spurenelement oder Mineralstoffen enthalten, wo auch Pflanzenextrakte, aber ein bisschen eben Löwenzahn und Reishi enthalten ist. Dann haben wir noch ein flüssiges Mittel, was sich wie ein Schutz, wie eine natürliche Schutzschicht über den Darm legt und eben auch beim dann eben Leaky Gut unterstützt und wo auch Pflanzenextrakte enthalten sind und ein bisschen liposomale Sachen. Und in dieser Dreierkombination habe ich dann einfach die Leber, auch durch die pflanzlichen Sachen, Leber-Galle-System unterstützt und den Darm unterstützt, die Entgiftungsenzyme, also Phasen auch in der Leber unterstützt. Ich habe die Blutbildung, die Hormonregulation, das Immunsystem, ja, also eigentlich schon eine ganze Menge, ein Teil vom Knochen und Bindegewebsstoffwechsel unterstützt mit den drei Supplementen. Und der Rest ist dann individuell. Also B12, ja, immer öfter. Und die
das nenne ich immer die passive Entgiftung, ja, die aktive Entgiftung mit Substanzen, die dann entgiften und binden, das rotiere ich eigentlich durch, dass man da verschiedene Substanzen durch hat, weil jede Substanz hat so ein gewisses Bindungsspektrum und da sind nicht alle gleich, sodass ich möglichst viel raushole über die Zeit. Und wenn ich wirklich bis tief ins Gewebe entgiften möchte, dann dauert das einfach. Und das kann ich auch nicht mit einer Chelatinfusion, Gott weiß wie, forcieren. Also bin ich so ziemlich von ab, weil irgendwie scheint es zu sehr ein Gewaltmarsch zu sein für die meisten Körper, die gar okay. nicht mehr durch das, was dadurch auch sekundär getriggert wird, in der Lage sind, damit zurechtzukommen. Und es ist eben nur eine oberflächliche, schnelle Sache. Und dann der Rest muss der Körper nacharbeiten. Es muss trotzdem betreut werden mit einer Leber-Darm-Unterstützung und Mikronährstoff-Unterstützung. Ich dachte immer noch, eine Chelate ist so ein bisschen so Step by Step, könnte man noch unter diese Kategorie bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Enosphärese oder eine Toxophärese anschaue oder ganz. Ja, aber da kenne ich auch wenig Menschen jetzt, Wurms, den Durchbruch damit hatten. Mhm. Das sind oft Menschen, die gar nicht so krank sind und die haben sich da oder nicht wirklich krank sind, nochmal auf ein besseres Level geholt. Aber das ist nicht die Masse meiner Patienten, sondern die haben schon einen Grund und nicht einfach nur Prophylaxe, weswegen sie kommen. Und da habe ich nur bei ganz wenigen jetzt beeindruckende Ergebnisse gesehen, aber auch bei vielen gar keine Verbesserung gesehen. Und das ist eben, wenn man die Rechnung ohne den Wirt macht. Also ich bereite erst die Organe auf die Entgiftung vor bei manchen Menschen. Wenn ich das Gefühl habe, oder die haben noch nichts für sich selber getan. Es gibt ja auch Menschen, die haben schon einiges gemacht. Dann kann ich schon besser sehen, wo die gerade stehen. Aber jemand, der noch nichts gemacht hat, da bereite ich erstmal die Organe vor, ob die überhaupt mitmachen. Aber das Vorbereiten der Organe ist bereits eine Entgiftungsunterstützung. Also das heißt, es läuft nie in separaten Phasen ab, weil es greift immer alles Hand in Hand. Das kann ich sagen, ich mache erst dies und dann jenes oder mein Lieblingsthema, Darmaufbau, dann mache ich einen Darmaufbau und dann kann ich hinterher entgiften oder umgedreht. So passt das nicht zusammen. Ich kann ja nicht in kranken Darm jetzt die Leber anregen zu entgiften und noch mehr Giftstoffe reinzuschütten. Dann habe ich einen erhöhten enterohepatischen Kreislauf und absorbiere das wieder. Ne? Sondern da mache ich erstmal so die Grundlagenarbeit. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Wärmetherapien, mit der lokalen Überwärmung, aber auch mit der Ganzkörperhypothermie. Ne, als sanfte Methode, den Stoffwechsel auf Vordermann zu bringen, die Durchblutung zu fördern, Müllabtransport zu fördern. Ja, super. Unsere Zeit ist schon wieder rum. Nein. Es ist einfach so ein komplexes Thema. Rennt. Und so facettenreich. Aber vielen Dank dir auf jeden Fall für den Einblick und Überblick. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder sehen. Danke. Danke. Liebe Zuschauer, ja, Entgiftung ist immer ein Dauerbrenner-Thema und es ist immer wieder wichtig, dass wir so den ein oder anderen steten Tropfen zum Tropfen bringen, sodass der Stein sich auch hüllt und auch dementsprechend die Organe entgiften können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.